Dann vorsichtig fahren, danke. Jetzt sitzt da innen drin. Ey, du machst jetzt deine Waffe runter, Alter. Jetzt sitzt da innen drin. Ey, mach deine scheiß Waffe runter, ist dein Ernst oder was? Geht dich ein Scheißdreck an, Mann. Bist du bescheuert oder was? Was ziehst du mit der Waffe auf mich, Mann? Ja, Don. Das ist ein Problem. Okay, warte. Ist Sonny alles klar? Gerade nicht, komm mal an den Gärtner, der hat gerade mit einer Waffe auf mich gezählt. Bin auf dem Weg. Der kommt jetzt mit. Du kommst jetzt mit, mein Freund. Da geht das Auto, Mann. Ich mach dich weg, verstehst du das? Mann, weißt du, wer vor dir steht? Mach ihn kalt, Mann. Mach ihn kalt. Hallo. Hallo. Ja. Wie ist dein Name? Joshua. Arbeitest du für irgendwen? Nein. Okay. Würdest du mir einen Gefallen tun, würdest du einmal die Hände über den Kopf nehmen? Weil wir brauchen jetzt gerade eine Geisel. Ich möchte meine Waffe jetzt nicht unbedingt rausnehmen. Okay, wie mach ich das? Alt plus H-Muskel. Ah, okay. Richtig. So, komm mit. Hände über den Kopf nochmal, bitte. Achso, ja, moin. Und dann hier einfach auf Beifahrersitz einsteigen. Alt plus H-Muskel. So Jungs, ich hab eine Geisel, wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine holen. Zeichen an sich gar nicht verwenden, weil das können die nicht. Weil das Ding ist, wir haben doch zum Beispiel Autos, die uns gar nicht gehören. Moment, wir schenken euch wieder weg. Soll ich legen? Ja. Was zur Kirche? Genau. Was ist da los? Wo los? Wie was? Hey, stehen bleiben. Jo, was ist da los? Für wen arbeitest du? Achso, noch eine Geisel. Ha? Für wen arbeitest du? Gärtner. Gut, dann mach jetzt dein Handy hoch, du bist unsere Geisel. Ja, okay. Und Fax mal knallt, komm mit. Ich bin so. Mit wem hast du telefoniert? Digga, der ist. Du hast kein Handy mehr. Hast du ein Handy da einstecken? Ich? Ja. Ja. Bleib stehen, Philipp. Leg dein Handy in den Kofferraum. Krieg ich das wieder? Ist, glaube ich, drin, oder? Guck mal. Einfach nach hinten schmeißen hier. Wer seid ihr? Geht dich gar nichts an. Einfach keine Fragen stellen, okay? Jo. Nimmst du einen Dubster? Ja. Oder bist du mit der Geisel von? Nee, du nimmst sie, wir fahren zum Jubel gleich. Alles klar. Man braucht ja noch Sonny, weil wir würden sonst schon mal starten, würde ich sagen. Eine Minute. Beide Geländewagen, ja, dann lass uns schon mal anfangen, oder? Wir sind gleich da, ja. Ja, los, Giancarlo, dann starte. Auf Sonny geht's. Und die sind gleich da. Nee, ich mach das nicht, ich fahr doch mit dem Motorrad weg. Ja, dann alle? Brauchst du doch die. Ja, dann starte ich. Wie startet man den? Alle TC grün, ja? Ja, wie startet man den? Warten wir auf Sonny noch, ja? Hinten auch, passt hinten auf. Ja, geh mal ein, zwei Leute nach hinten. Der wurde schon mal einen Alice-Pack anschicken. Ja, klar. Boah, ich hab aber voll viel Scheiße auf Hand. Obwohl, geht 33 Platz. Man kann nicht viele Diamanten auf Hand. Hat jemand noch ein Auto übrig? Für da hinten? Normalerweise kommen gleich. Ich nehm einen von vorne. Ne, vorne kommen gleich die Cops, ne? Also nimm keinen Geländewagen. Ja, ja, hier sind vier Stück, warum auch immer. Okay. Dann soll ich ihn fesseln anlegen. Ne, alles gut. Ne, wenn so. Er gefesselt ist, kann er nicht. Wo ist die zweite Geisel? Bei uns drin ist drin. Hier. Gut, eine ist drin. Der andere bleibt hier. Ne, die andere machen wir anders. Die andere machen wir woanders. Bleibt hier draußen vorne dran und wir gucken, wo die kommen und zeigen, hier ist die Geisel. Und du kannst hierher gehen, er soll sich hierher knien. Ja. Hier, ja. Betätigst du den Kannst du mir nochmal dein Perso zeigen? Jo. Relativ weit unten auf Knien, ja, und dann machst du das Knien 1 bitte. Nee, okay, nee, warte mal. Probier's durch, warte. Du kleiner Rabauke, du. Jungs, habt ihr angefangen? Ja, ja, schon lange. Ja, ja, okay, komm jetzt. Passt auf, seid bereit, Alter. Ja, ja. Wer macht die Verhandlung? Ja, okay, gut, und dann einmal wieder die Hände hoch. Ey, Sonny, wenn du die Verhandlung machst, ne, dann komm mal einen Gang runter, ey. Ich mach sie nicht. Genau aus dem Grund mach ich sie nicht. Ja. Ich übernehme die Verhandlungen. Ich mach die Verhandlungen, Leute. Hinten ist ein Streifenwagen. Vorne auch. Zwei Personen. Wer macht's? Diego? Nein. Na, wer ist das? Philipp. Philipp hat doch gesagt. Herr Officer?
Herr Officer? Ja, moin, ich sollte auch mal eine Waffe rausnehmen. Herr Officer, hören Sie mich? Keine Helikopter, Philipp. Sonst knallt's. Erstens, wir haben ein paar Forderungen. Wir haben hier zwei Geiseln, wir räumen jetzt den Juwelier hier aus. Es liegt jetzt, ja, eine kniet hier vorne und eine sitzt im Juwelier. Oder steht im Juwelier. Nee, können wir nicht. Sie sehen das sicher. Sie sehen das sicher ganz gut. Könnt ihr mit der Geisel telefonieren? Sie haben hier jetzt die Möglichkeit, dass wir das jetzt friedlich hier lösen, ohne dass es irgendwelche Verletzte gibt. Wir wollen kein Heli. Eine falsche Bewegung, ich sag's dir, dann knallt's. Ja. Yeah. Wer ist das denn? Ich bewege mich. Hinten ist noch alles frei. Nee, wir wollen kein Heli. Ach, Giancarlo. Keine Heli-Unterstützung von euch. Ja, nee, ich sag's nur zur Vorwarnung. Und es werden auch keine weiteren. Herr Officer, bitte zuhören. Es werden auch keine weiteren Verstärkungen von euch hier eintreffen. Sonst werden wir eine Geisel exekutieren werden. Warum? Ja, Sie haben aber ein Funkgerät, nehme ich mal an. Ja, dann. Wo ist die andere Geisel? Ja, Kopfschmerzen. Von Ihren Kollegen hat sicher jemand ein Funkgerät. Hilfe! Schnauze, habe ich gesagt! Noch einmal, ich schwör's dir, dann schneide ich dir den Finger ab. Leute, nicht zielen hier. Leute, nicht zielen. Nicht zielen, Leute. Nehmt die Waffen runter erstmal, bitte. Es ziehen jetzt erstmal zwei Cops. Auch von da hinten. Ja, vier Cops und den ziehen jetzt erstmal ab. Und die von da hinten dann? Dann wollen sie eine Geisel haben. Aber, warte. Ja, und Leute, bitte nicht auf die Officers zielen, weil die sonst das verhelfen. Nimmt den mit raus. Weiter, weiter. Du darfst jetzt zu den Kollegen hier. Guten Tag. Ich nehme den mal mit. Ja, ja, nehmen Sie bitte die Geisel. Schön langsam. Alles ja, super. Alles gut, ja? Laufen Sie mal vor. Dem Herr geht's gut. Das überprüfe ich gleich hier. Können ja. Sie gerne machen. Es bleibt alles locker, ja. Wie gesagt. Sehen super. Sie, ich bestehe zwar, ich komme kurz nach vorne, ich zeige Ihnen, dass ich keine Waffe anhabe. Okay. Ich habe zwar Waffen dabei, aber ich habe die Hände von den Waffen. Ich vertraue Ihnen, das ist gut. Sie können uns dementsprechend auch vertrauen, dass hier kein Blut fließt, wenn die Vereinbarungen eingehalten werden. Richtig, so, die zwei Streifenwagen sind abgezogen, wie verlangt. Ja. Genau, ihr habt die Geisel. Ja, alles sehr schön. Weiter Geisel. Was machen wir mit der? So. Ich auch haben. Die bekommt ihr gleich. Alles gut. Ich habe mein Funkgerät im Übrigen ausgeschaltet, um mich ganz auf die Verhandlungen zu konzentrieren. Super. Das ist toll. Natürlich weiß ich jetzt auch nicht, was im Hintergrund angefordert wird. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Nein. Ja. Dann vorsichtig fahren, danke. Wer sitzt da hinten drin? Ey, du machst jetzt deine Waffe runter, Alter. Wer sitzt da hinten drin? Ey, mach deine scheiß Waffe runter, ist dein Ernst oder was? Geh dich einen Scheißdreck an, Mann. Bist du bescheuert oder was? Was ziehst du mit der Waffe auf mich, Mann? Ja, Don. Das ist ein Problem. Okay, warte. Wait, da wollte ich dich umfahren. Ist Sonny alles klar? Gerade nicht, komm mal an den Gärtner, der hat gerade mit einer Waffe auf mich gezählt. Ich bin auf dem Weg. So, jetzt klären wir das mal kurz, ja? Der kommt jetzt mit. Du kommst jetzt mit, mein Freund. Ich weiß, wenn du ganz sind. Hörst du mich? Steig in das schwarze Auto hier ein, sofort. Steig in das Auto, Mann. Ja. Los jetzt. Wo denn? Ja. Vorne? Schon vorne. Vorne, ja, sofort. So. Oh Gott. Und ihr habt nichts gesehen, habt ihr mich verstanden? Bitte? Ich sag's euch. Ein Wort von euch, wir kriegen alles raus. Passt auf, was ihr sagt, ihr habt nichts gesehen. Alles klar. Ich park bloß mein Auto. Ich park bloß mein Auto, Burrito, Mann. Mich müsste mal einer an meinem Haus abholen. Ich bin unterwegs. Alarm! Alarm! Schnauze. Was denkst du, wer du bist?
Ich hab gar nichts gemacht! Du halt die Fresse jetzt! Was hab ich denn gemacht? Du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Scheiße bauen? Scheiße bauen? Kann mir mal bitte mehr sagen? Stopp. Hallo! Mach mich nicht ganz platt. Ich hab nichts gemacht! Zeig mal, was du einstecken hast, komm. Komm, zeig deine Waffe. Zeig doch mal deine kleine Spritzpistole. Ich hab keine Spritzpistole. Lüg doch nicht! Wieso lügst du? Soll ich mal jemanden fragen? Deine Waffe, oder ich hab acht. Bleib locker. Ich hab Pistole dabei. Bleib locker. Wir haben nichts gemacht, Professor. Ich bin mit dir mitgefahren. Also ich meine, ich mag dich ja eigentlich, aber ehrlich gesagt, lügen tue ich ja nicht gerne. Also muss ich mal ja sagen. Ich hatte nicht mal eine Knarre. Also ich hab wieso lügst du? Wieso lügst du? Alter, schieß mir in den Kopf bitte! Alles Sonny! Ja, Alter. Hier! Lügen haben kurze Beine, hast du deine Angst dabei? Schieß mir in den Kopf! So, wenn... Okay! Ich schwör's dir, ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf meinen Tod, du wirst hier nicht lebend rauskommen. Deswegen gib's lieber jetzt zu! Guck auf deine Deathcam, Junge! Was ist das? Bin ich der Junge oder was? Oh mein Gott! Killt mich einfach! Killt mich einfach? Das ist... Ich war heute Abend noch mit dem Typen unterwegs. Jetzt geben sie doch einfach eine Ratte, Kinder. Ich mach dich weg, verstehst du das? Ich hab nix. Was nennst du hier jemanden, Junge? Man weißt du, wer vor dir steht? Und vor allem, wieso fragst du, wer bei mir im Auto ist? Was geht dich das an? Hä, was für, wer im Auto ist? Der Junge, mach ihn kalt, Alter. Mach ihn ich kalt, hab ihn nur gefragt. Oh, ich mag das nicht sehen. Nein!